Nummer 9. Werkhof heißt die Installation des Künstlerduos Lutz und Guckisberg. Sie befindet sich im Gelände zwischen den Häusern an der Weiherallee 7 bis 10. Die zahlreichen Objekte aus Beton und Mörtel sind auf der offenen Fläche verteilt. Die einen größer, die anderen kleiner. Alle aber so, dass man darauf sitzen oder klettern kann. Die Objekte wirken wie ein Rudel von fantastischen Lebewesen und es sieht aus, als wären sie alle am Arbeiten. Manchmal sieht man eine Maschine oder einen Roboter in ihnen. Manchmal erinnern sie an Tiere. Die Werkhoffiguren hat die Musikerin Nadia Galli besucht, trotz Regenwetter. Ich bin Nadia Galli, seit 15 Jahren in Uster zuhause. Sängerin in einer Funk-Jazz-Band, Fat Eight heissen wir, und habe heute den Platz ausgewählt von Andres Lutz und Anders Guckisberg und ihren Mörtel-Beton-Kunst gewandelt in einen Spielplatz für Kinder. Und es hat mich unheimlich inspiriert, hat mich sehr inspiriert, hierher zu kommen, verspielt mit meinem Hang. Das ist ein Berner Instrument, Hang, fast auch ein Urgestein. Und es hat mich an Handwerk erinnert und möchte darum für den Spaziergang, den Kulturspaziergang in Uster, ein Hang-Sing-Sang-Klangwerk verschenken.